Und am Wort ist die Wirtschaftssprecherin der Grünen, Ruperta Lichtenegger. Sehr geehrter Herr Minister, werte Kolleginnen und Kollegen, zum Antrag zur Stärkung der Staatskommissäre nur Folgendes. Herr Kollege, wir erleben bei diesem Antrag eine seltsame Mobilisierung der Lebensgeister von ÖVP und SPÖ, nämlich das abzulehnen, statt dass die Lebensgeister darauf konzentriert werden, die Schwärzung der Akten, die im HypoU-Ausschuss geliefert werden, zu verhindern. Und das, meine Damen und Herren, das ist in dieser Form nicht nachvollziehbar und offen gesagt, ob das ein kluger Schritt ist, sei wirklich dahingestellt. Ja, letztendlich, um was geht es bei dem Antrag? Es geht um eine Form der Aufwertung der Staatskommissäre und das hat natürlich eine Geschichte. Wir haben jetzt in den Sitzungstagen des Hypo-Untersuchungsausschusses die Staatskommissärinnen vor Ort gehabt. Wir haben die Prüfer, die Prüfungsleiter, die Bereichsleiter, die Abteilungsleiter da gehabt. Und es wird immer offensichtlich, wie denn das Versagen auch passieren hat können, wie die Ineffizienzen passiert sind und wie die Kontrolle in dieser Form nicht ineinander gegriffen hat. Ja, natürlich, die Staatskommissäre sind ein Baustein der Kontrolle und der Aufsicht. Sie sind vom Finanzminister entsandt in jede Bank, die eine über eine Milliarde Bilanzsumme hat, um da sozusagen Auge und Ohr der Republik zu sein. Und wir haben auch erlebt, dass teilweise, ich betone teilweise, durchaus kritische Berichte geliefert wurden zum Risikomanagement, zum Berichtswesen und so weiter. Aber die Frage ist natürlich diese gewesen, was ist passiert? Und das ist wiederum eine andere Geschichte, warum nicht die entsprechenden Maßnahmen gesetzt worden sind, warum die Finanzmarktaufsicht nicht entsprechend reagiert hat. Aber eines wurde klar, so wie es war und wie es ist, ist es ineffizient, wenn die rechte Hand nicht weiß, was die linke tut. Und das haben wir auch an Beispielen gesehen, wie die Staatskommissäre bekommen zwar den Prüfauftrag zugeleitet seitens der Österreichischen Nationalbank, aber sehen nie ein Prüfergebnis. Wie sollen die da ihre Rolle in der Bank auch richtig wahrnehmen können? Das ist ein schweres Versagen in dieser Form, das auch ein kleiner Baustein war. Insofern macht es natürlich Sinn, sich zu überlegen, wie kann man das verändern. Und bei allen sozusagen Punkten, die unter Umständen verbesserungswürdig sind in diesem Antrag, ist dieser Antrag als erster Schritt zu sehen und in dieser Form auch zu unterstützen und zu schauen, wie kann man das machen. Nichtsdestotrotz ist klar, wir brauchen eine gesamte Strategie. Es geht um den verantwortungsvollen Umgang in den Banken, aber selbstverständlich auch mit Steuergeldern. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben am Finanzskandal in Salzburg, wir haben einen Swap-Skandal in Linz, wir haben Frankenspekulationen in den Kommunen. Also, es geht darum, auch hier entsprechende Regelungen zu finden und das wird nicht nur die Banken betreffen. Insofern, es ist eine Gesamtherausforderung des verantwortungsvollen Umgangs mit Geldern und daher gilt es nicht nur im Bereich der Banken, sondern selbstverständlich im Umgang auch mit öffentlichen Mitteln, das ist das Steuergeld der Bürgerinnen und Bürger, in dieser Form auch verantwortungsvoll umzugehen, die Kontrolle, die Aufsicht zu stärken und dafür zu sorgen, dass das nicht mehr wieder passiert. Insofern ist es klar, dass jetzt im Hypo-Untersuchungsausschuss möglichst gut gearbeitet werden soll und werden kann. Und dazu gilt es natürlich auch ein Appell an den Finanzminister, dass die Akten ordnungsgemäß transparent und nicht geschwärzt geliefert werden, sodass der Ausschuss tatsächlich in dieser Form seine Aufklärungsarbeit gut vorantreiben kann. Sagt Ruperta Lichtenegger, die Wirtschaftssprecherin der Grünen.